Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Dragon Quest 11. Ich bin Sam7 Muffix. Wir ruhen uns jetzt erstmal hier ein bisschen in der Herberge aus. Das haben wir uns auch, finde ich, verdient. Beim letzten Mal haben wir den Wüstenwüter bezwungen und ja, hier unserem König hier im Endeffekt geholfen. Ach, das kostet mich nochmal Geld. Nö, dann nicht. Nö. Den Wüstenwüter haben wir, wie gesagt, bezwungen und daraufhin hier haben wir diesen Erfolg wieder unserem werten Prinzen hier ange... ein Bunny. Sei grüßt. Seid ihr der, seid ihr es etwas? Seid ihr derjenige, der beim Dünendamm anstatt des Prinzen gerettet hat? So ist es. Ich wusste es. Ich wusste, dass ihr seid. Hört mal, in Kürze werden noch weitere stattfinden. Ihr sollt euch überlegen, daran teilzunehmen. Ich war von eurer Leistung beim Dünendamm so beeindruckt. Ich würde euch wirklich gerne nochmal beim Rennen zusehen. Oh, wenn ein Bunny da begeistert ist, hier zuzusehen, dann müssten wir diese Chance nicht annehmen. So. Ja, und der werte Rio ist natürlich weg. Ja, Leute, also, beim letzten Mal, wie gesagt, haben wir den Wüstenwüter besiegt, haben hier dem Ruhm, haben wir den Prinzen zugeschickt. Aber, ja, ungeweise, als er den Wüstenwüter hier in die Stadt gebracht hat, ist er wieder aufgewacht. Und war gar nicht mal so glücklich, bevor wir jetzt hier weitermachen. Der Wüstenwüter ist ist eben hier aufgewütet. Und unser werter Freund, den wir auch im Hintergrund, Dionore, hat hier dann dem Prinzen hier gesagt, was es heißt, ein echter Ritter sein. Und der Prinz Ferris, der eigentlich immer hier ein Betrüger war, hat hier den Wüstenwüter zumindest bekämpft. Erfolgreich zwar nicht, aber egal. Zumindest, der Prinz hat nun hier seine Taten zugegeben von seinem Vater und Friede, Freude, Eierkuchen. Außer bei uns, denn wir wollten ja eigentlich hier den Zweig des Weltenbaums finden. Den haben wir aber nicht gefunden und der wurde an einen Händler verkauft. Und diesen müssen wir jetzt finden. You again. What do you want this time? Hey, ta-da! Oh, don't be coy, darling. I want to come with you, of course. You should never have told me about your heroic quest if you didn't want me to tag along. What are you talking about? You can't just decide to come with us. This isn't a game. Believe me, honey, I know it isn't. I've seen my fair share of fun and games on my travels. What kind of jester would I be if I hadn't? But I've seen tragedy too. People attacked by monsters, all kinds of awful things. You know, my dream has always been to build a wonderful theater. Somewhere I can put on performances that will make millions smile. But how can I do that if this dark one of yours is going to be out there making people's lives awful? What I'm trying to say, darlings, is that we all want the same thing. So you see, I have to come with you. Oh, don't all squeal at once now. This guy really doesn't take no for an answer, huh? Guess I'm part of the gang now. Yay! So, tell me, what's our next move? Well, to get to Yggdrasil, we're going to need the Rainbow. And it seems that a traveling merchant has taken it to Gondolia. Gondolia? But honey, that's a port town. He's probably hopped on a boat and set sail by now. That's true. Well... then we'll have to buy tickets for the ferry, and... The ferry? Please, darling. We don't have time to be riding the ferry with the little people. Well, what's your bright idea, then? I was thinking a ship of our own might be more chic, no? And luckily for you, I happen to have picked up a lovely little number in the end of season sales. What? You've got your own boat. That's amazing. You're going up in my estimation by the minute. You'd really be willing to let us use your ship, Mr. Sylvander? But of course, sweetie. That's what friends are for. And guess where the old girl is docked, hmm? No? Why, Gondolia, of course. Lucky! So what are we waiting for?
The ocean beckons, shipmate! Westward ho! Fällt euch mal auf, wir, der fünfte Rad am Wagen. Das dachte ich mir fast. Ja, weil im ich dachte jetzt, beim letzten Fight immer fünf dabei waren, dass das so das Maximum wäre, aber das ist natürlich schade. Er ist Level 15. Das heißt, der stärker ist. Oh, Veronica sieht putzig aus auf dem Bild. So. Weil Veronica, also Serena hat halt die Heilzauber drauf und die sind mir ehrlich gesagt wichtiger als die Angriffszauber. Aber ich meine, Serena kann ja einen Angriffszauber und mehr brauche ich ja gar nicht mit ihr. Das langt dann schon. Also Leute, dann geht's jetzt auf in eine neue Region. Wir reisen jetzt da nach Galenos und schauen wir mal, was uns da erwartet. Jetzt will ich noch einmal kurz einen Gegner hier angreifen, um zu schauen, was er so drauf hat. Genau. Wieso müssen es immer unterschiedliche sein? Taktiken. So. Genau. Gerade Serena. Wieso nicht? Immer auf die Frauen. So kennt man das. Bam. Hä? Habe ich nicht Befehle folgen gesagt? Leonardo lässt sich keine Befehle geben. So. Aber sie kann ja theoretisch sogar noch einen anderen Angriff. Also theoretisch lohnt sich das schon, mit ihr zu kämpfen dann. Weil sie kann noch diesen einen Angriff dann, um Gegner zu betören. Und der ist bei den Dämonen dazu noch sehr effektiv. Also lohnt sich schon. So. Weg. Muss ich nochmal glatt schauen. Aber ich habe ihm doch gesagt, Befehle folgen. Was habe ich ihm sonst gesagt? Also habe ich ihm was anderes gesagt? So, da vorne sind nochmal Kaktusse, gegen die kann ich kämpfen. So, also wir müssen jetzt im Endeffekt ja denselben Weg gehen, nur dass wir eben nun zur Lagune diesmal reisen und nicht eben weiter zur, in diese Höhlen da. So. Ausrüstung. Und wie sie. Ach verdammt, ich habe ja jetzt hier eigentlich meine schöne neue Waffe. Von der ich aber nicht weiß, wie sie funktioniert. So, Reisegewand. Nö. Nö. Schauen wir mal. Ronaldo. Rionaldo, ich sag mal Ronaldo. So, du kannst aber alle Waffen tragen. Das ist geil. Was bringt mir Charme? Ganz ernsthaft, ich nehme den. Er hört sich doch viel besser an. Dazu kriegst du noch einen Topfdeckel. Ja, hört sich das super an, was sich da ausrüstet bei dem, oder? Ansonsten haben wir nichts. Nö. Aber Charakterbaukasten müssen wir bei Rionaldo gehen. So, 16 Punkte haben wir. So, puh, der hat so viel Skills. Flamme. Ja, jetzt ist die Frage, auf was gehen wir? Er kann ja im Endeffekt alles machen. Angriffskasten mit Messern. Charme. Also das kann er schon. Feuer so. Verbrennt einen Feind mit einem Odem. So, Charme. Ich weiß nicht, was mir der Charme bringt. Okay, das hört sich unnötig an. Hypnopeitsche, Flammenhieb. Ja, also, das ist so dumm. Ja, die Frage ist, auf was skillen wir ihn jetzt? Warte nochmal. Ausrüstung. Eric. Weil das Giftmesser, ich dachte mir nämlich gerade, das ist ja eigentlich viel besser für Eric gedacht. So, was machen wir dann als andere Waffe bei ihm? Lassen wir dann auch hier so machen, oder? Machen wir mal die Dornpeitsche. Schauen wir mal, wie das, ob sich Peitschenangriffe lohnen. Wir müssen halt immer ein bisschen testen, aber ich müsste ihn halt dafür mal übernehmen, aber Ronaldo lässt sich halt nicht sagen. Finde ich natürlich wieder lustig im. Ah, okay, falscher Charakter. Natürlich, dass er wieder, wieder die Übersetzung so schön spinnt. So, Folge so, Stimmungstöter. Schlangenschaft der Mitstatter. Boah, der ist ein sehr cool, der Skill. Wiederholungsheilen. Okay, cool. Und dann kann er viel Buffs. So, schauen wir, was der so standardmäßig angreift. So. Ja, akzeptabel. Ich weiß noch nicht, auf was ich ihn skill. Das muss ich mir noch überlegen. So.
Aber ich frage mich, und das ist ganz wichtig, weil das wäre natürlich sonst sehr dumm, wenn das nicht der Fall ist, ob jetzt hier Erika mitlevelt oder ob Erika nicht mitlevelt, weil das wäre natürlich sehr doof. Veronica. Ich sag immer Erika, ich weiß nicht. Jetzt bin ich auch schon hier bei anderen Übersetzungen, oder? So. Kann das mir jetzt von hinten an? Nö, du wackelst nur ein bisschen rum. Was habe ich denn noch, was ich ihm so ausrüsten könnte? Es ist halt echt geil, weil er kann ja wirklich alles gut tragen. Rios Schwert. Ich würde fast sagen, wir machen ihn mal Schwerkämpfer. Das passt doch. So. Jetzt machen wir noch mal, schauen wir nochmal, wie viel Schaden er damit macht. Wenn er mehr als 13 macht, dann müsste er ihn machen. So. Und sein Speed ist großartig. So, 19, ja. Deutlich mehr. Jetzt fehlt mir natürlich Veronica. Veronica konnte natürlich jetzt alle angreifen, aber... Dafür habe ich ja Maxi, oder? Maxi kann das auch. Brutzelt. Und ich habe auch jetzt, inzwischen kann sie ja Säusel. Und das geht ja auch auf alle. Sag ich doch, wer braucht hier schon Veronica? Ich glaube, wir lassen ihn, wir skillen ihn zum Schwerkämpfer. So, das heißt, wenn nicht, wir können es ja jederzeit anders ändern wieder. So, das heißt, Ronaldo, Schwerter. Dann machen wir den Flammenhieb. Jetzt interessiert mich nur, was hier unten ist. Stepptanz. Geschick, Charme, Flinkheit. Das ist eigentlich alles unnütz. Wieder Walzer, Charme. Muntermacher. Bombardiert einen Gegner mit Gesten und Zuneigung. Sollte schlecht sein oder soll das gut sein? Ja, und hier wäre halt mit dem Messer. Ne, wir machen jetzt Schwerter. So, Angriff mit Schwertern, genau. Drachenhieb. Oh, der lernt ihn sogar schon als nächstes dann. Der lernt ihn dann schon vor Maxi. Den Drachenhieb. Das ist natürlich geil. So, deswegen skippen wir ihn jetzt so. Das passt dann so und so. Gut. Dann, komm, einen Fight machen wir noch, um zu schauen, ob Ronaldo sich auch wirklich lohnt. Oh, habt ihr mich überrascht hier? Also, gute Gegnergruppe ist awesome. Kommt her. Komm und get some. Aber Eric, glaube ich, ist der Richtige. Also, wenn ein neuer Charakter noch kommt, ist Eric der Erste, der rausfliegt. Weil Eric hat einfach viel zu wenig Skills. Aber das Feurige so, es geht halt nur auf einen. Ich dachte, das geht auf mehrere. Der ist natürlich nicht so cool. Ja doch, das geht auf mehrere. Das riecht denn da. Aber das sah so aus, als würde es nur auf einen gehen, gell? Muss ich nicht verstehen. Egal. Säuseln wir ein bisschen. Aua. Wieso geht... Schau, der geht auf alle. Mein Skill geht nur auf einen. Das finde ich voll unfair. Ja gut, aber ich kann auch einen Flammenhieb raushauen. Muss ich jetzt mich hier heilen? Nö. Ich bin jetzt zu faul, um mich zu heilen. Alter, greift halt nicht alle immer dieselben Charaktere an. Lass mich auch mal dran. Das okay, ich hab's mir alles überlegt. Ich schmeiß Eric als nächstes. Das ist Party raus. Kann halt immer nur einen angreifen. Das ist nervig. So. Gut, dann. Mama. Pack. Kann doch auch ein Skill, der alle angreift. So macht das nämlich. So mach ich das nämlich mit Stil, Mann. So, dann ein Flammenhieb. Den kann ich ja inzwischen auch. Und allein wegen dem coolen Schwung lohnt es sich doch gleich doppelt. So, jetzt haben wir alle wenig Leben und so fast dauert. Aber das ist nicht so schlimm, weil da vorne ist eh gleich eine Möglichkeit, sich zu heilen. Komm. So. Und da haben wir ja die Möglichkeit, uns zu heilen, zu speichern und ein bisschen hier auszuruhen. So, also. Oh, wir haben ein neues Level up. Bringt das aber komplett nichts. Ich verstehe nicht genau, was der Stufenanstieg mir bringt. Ich, okay, mein Potenzial erhöht sich und zwar, aber so richtig lohnt sich das nicht. Erics Gift, ja, den würde ich eigentlich ganz gerne upgraden. Aber nee, wir haben nur so wenig Punkte. Nee, das lohnt sich nicht. Meinet. So, speichern wir erstmal. Selber, übrigens, Effekt wie in Dragon Quest 7. Hat sich seitdem nicht mehr geändert. Okay. Dann ruhen wir uns aus. Ah, kommt man das auswählen? Ich will nicht bis Tagesanbruch machen. Aber ich skippe mich dann immer so schnell durch.
Sag in der Nacht, da ist es viel schöner zu reisen. Obwohl Tagesanbruch sieht auch schön aus. Gut, Leute, jetzt sind wir hier auf dem richtigen Weg. Vorher sind wir nach rechts hier abgebogen. Jetzt geht es nach links. Und wir reisen. Ich hätte mir echt das Pferd schnappen können. Aber es ist doch viel cooler. Und wir sind eh schnell genug. Und ich muss ja nur Start drücken. Na, drücken wir noch R2. Komm, und dann bin ich eh hier. Speedmaster. So. Lasst mich rein. Ja, habe ich. Also komm, lasst mich in Ruhe. So, dann schauen wir mal, was sich hier so befindet. Straße zur Laguna di Gondalia. Aber dass ihr eigenes Schiff hat, hätte ich auch nicht gedacht. Scheinbar verdient man als singender Gaukler deutlich mehr. Aber er hat auch schon seine Geschichte. Der ist irgend so ein ehemaliger verstoßener Ritter, irgend sowas. Was ist das da oben? Das wird mir sogar markiert. Ah. Was bringt mir das? Ich kann auf Gegner aus der Entfernung schießen. Das ist super. Wieso greift mich ein Ritter an? Ein ruheloser Ritter. Was bist du für ein Kacktyp? Hat einfach hier Max' Attacke abgewehrt. Das finde ich gar nicht geil. Und ich mag nicht im Wasser zu stehen. So. Ich bin Rionaldo. So, ich mache jetzt einen taktischen Meisterschlag. Und zwar greife ich ihn von hinten an. Dann haben wir einen Firebase. Voll lächerlich, Mann. Die machen nur kritische Treffer, nur noch. Genau, trifft natürlich alle. Ja. So. Komm, nochmal Flammhieb. Das ist mir jetzt schon viel zu stark hier. Ersten Gegner, wir treffen uns mal uns blapp, Mann. So, Fähigkeiten. Stärkung, genau, damit Eric den auch wirklich tötet, Mann. So, Züchtiger. Aber wieso der einfach den ersten Schlag von Max hier abgewehrt hat, das akzeptiere ich irgendwie immer noch nicht. So, Ronnie Castle 15, damit hat sich meine Frage übrig, dass sie auch mal mitlevelt, wenn sie nicht in der Party ist, was sehr gut ist. So. Wie soll ich jetzt mit Maxi heil, weiß ich auch nicht. Bitte auf Ronaldo, wenn es möglich ist. Da mal mit dem Blatt, Mann. Der läuft mir einfach den Weg, Mann. Ah, schon wieder seine Viper. Ja, okay, aber ist okay. Dann machen wir mit Eric. Hier den Schlummerstoß. Sehr gut. Und dann legen wir los, Mann. So, dann gibt es erstmal. Was ist denn eigentlich mal Koopkraft? Sengender Schnitt. Machen wir als nächstes. So, aber jetzt machen wir erstmal einen Peng. So, und die schläft immer noch tief und fest. Das finde ich sehr gut. So, feuriges Solo. Also ihr seht, weil da steht, dass es eigentlich nur auf einen geht, aber es geht halt doch, wenn eine Gruppe von Gegnern ist, schauen wir doch auf alle. So, ein Säusel. Und dann beenden wir es wieder mit dem Züchtiger. Ja, ganz nett. Ich bin gespannt, ob Ferdinand das gekräftigen muss. 318 Erfahrungspunkte. So kürze ich das, Mann. So, 12. Wieso nur 12? Ich will meine 16 Punkte haben, Mann. Ja, dann wird Eric endlich badass, Mann. Dann kann er zwei Messer tragen und dann wird er echt stark. Hat sich richtig gelohnt, Mann. Ich verstehe nicht, für was die Pfeile gut sind. Muss ich mir doch nochmal zum Trainer gehen. Weil ich schieße ja an, okay, dann kommt sie auf mich zu. Das ist jetzt nicht so geil. So, oh, greifen wir mal an. Oh! Nice! Nicht so nice. So. Bitte beenden, Maxi. Ah, Gegner, die einen vergiften. Habe ich ja fast vermisst, gell, seitdem wir nicht mehr diese Giftfropfen da haben. So, kann ich gleich wieder erstmal hier Entgiftung.
So, ach Veronica, du hast gut. Du chillst da einfach und tust nix. So, jetzt schauen wir mal kurz, wie weit wir denn latschen müssen. Wir sind jetzt da. Was? Hä? Achso, da unten. Hä? Nee. Unter mir ist der Eingang vom Umland von Galoppolis, also hoffe ich jetzt zumindest. Oder lande ich jetzt wieder in Galoppolis? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich haben wir, wenn ich da jetzt hingehe, das... Ach, das wird da unten sein. Aber das ist irgendwie nicht schön auf der Karte angezeigt. Na, egal. So, Lagerplatz, Laguna de Galonia. Gut, dann machen wir erstmal hier noch einen Gegnerplatz. Genau, dann will ich nämlich Maxi neues gekräftigen Move sehen. Komm. Erbärmlich. Echt erbärmlich, Mann. Nee. Da muss man schon warten, bis beide im gekräftigen Modus sind und dann irgendein Super-Move kommt, weil das war echt nicht cool. So, Flammenhieb. Ja gut, der langt der normale Hieb. Aber wir heilen uns eh. Immerhin die Speicherpunkte, habe ich das Gefühl, kommen jetzt deutlich öfters. So. Der Schlummerschloss bleibt und bleibt auf immer badass. So. Typische Versuchung. So, ach komm. Ich überlasse das gerne meinem guten Freund Eric. So, ja, wenn die gezichtig sind, was er macht, dann macht er so cool Schaden, Mann. So, dann legen wir uns jetzt erstmal hin. Mal ein kleines Nickerchen wieder, speichern davor und... Warte, nein, was bist du denn? Mein Bogen, da, das hier ist, viele andere es gibt, mein dieser ist, mein bester Freund, mein Bogen ist, mein Leben er ist, ihn meistern ich muss, wie mein Leben meistern ich muss. Und du bist, einem wie dich der Meister nicht erwähnt hat, aber vielleicht die Lust verspürt teilzunehmen, Wenn die Armbrust-Herausforderung zu absolvieren bist, den Meister besuchen du musst, in Galoppolis erwartet, ihn finden du musst, ihn sprechen du musst. Ah, schon wieder so ein Spinner mit... Mit seiner Armbrust hier. Nö, ich bin ganz zufrieden, wie das bei mir läuft. So. Ja, hallo Statue. Wäre ganz cool, wenn du mir ein bisschen heilen würdest. Genau. Aber ich muss sagen, Rionaldas Fähigkeit, ich sage jetzt mal Rio, weil Rionaldas mir zu lang. Rios Fähigkeit, hier Leute wieder aufzuwecken, wenn sie geschockt sind, ist eine ziemlich geile Fähigkeit. Wir haben schon wieder 4000. Ja, ich überlege, aber schade, ich habe wegen 2 Punkten natürlich mir doch keine neue Waffe kaufen. Wo sie es halt lohnen würde, wäre wegen den... wäre wegen den hier. Also das schaue ich ja 9 plus... Also wegen den Ausrüstungsgegenständen. Da wird es sich eher lohnen. Aber nichts. Es gibt nichts gegen Verwirrtheit. Starkarznei. Stellt beim Verwundeten. Ja genau, weil ich habe das normale, aber das bringt mir nichts mehr. Da kaufe ich jetzt mal 9 Stück. 50 ist... Ja, 50 ist noch okay. Das ist halt schon ganz gut. Oder? Schauen wir mal. Oh, sie spielt mit der Harfe. Das hat der Schlafparzen, den wir in Galoppolis durchgemacht haben. Ist es uns nicht gelungen, den Schillerzweig in unseren Besitz zu bringen? Ich frage mich allmählich, ob wir es jemals schaffen werden, ihn zu finden. Ach, komm. Bis jetzt haben wir noch alles gut. Die wissen jetzt, er hat beinahe meinen Stab versenkt. Aber nun, da wir uns an einem etwas kühlen Ort befinden, vermisse ich sie irgendwie. Bist gar nicht braun geworden, oder? So. Ah, Eric chillt wieder. Weißt du... Ich konnte es erst gar nicht glauben, was Ronaldo und sagte, dass er ein eigenes Schiff hat. Ich hätte ihn nicht für einen Seefahrtypen gehalten. Und dann liegt es noch in Galandia vor Anker, dem schicksten Hafen von ganz Eadria. In dem steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. So viel steht fest. Mein Schiff ist bereit und wartet auf uns, Maxi. Lass uns nach Gondalia reisen, und zwar flott. Der Weg dorthin ist ein bisschen kompliziert. Bei diesen ganzen hohen Bäumen ist es recht einfach, vom Kurs abzukommen. Also solltest du immer einen Blick auf die Karte schmeißen. Gut. Ja, also wir müssen jetzt da... Oh, Leute, müssen wir durch diese Wald in... Also durch die See da oben gehen. Und dann nochmal. Also da lang. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Und dann sind wir da. Sollten wir hinbekommen. Na gut, dann ausruhen. Bis zur Abenddämmerung.
So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Vielleicht werde ich mal wieder ein bisschen grinden. Das wird sich eigentlich ganz lohnen hier mal wieder. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit Let's Play Dragon Quest XI. Bis dahin, verabschiede mich. Ich war's, euer Demis Marfix. Und bis zum nächsten Mal dann. Haut rein mit dieser wunderschönen Aussicht zum Abschluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.